Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich einfach nicht, ihr kriegt mich. Aua. Doch. Verdammt. Ah, die sind so doof und fahren falsch ab. Sehr gut. Zeit für ein neues Rennen. So, das haben wir. Turbulente Bridge. Straight to the point. Autsch. Was ist denn dann überhaupt für ein Schick? Nee, Russia. Nee. Ganz ehrlich, nee. So. Nochmal was fürs Punktekonto getan. So. Und jetzt wie bei GTA da durch die Mitte. Ich finde es immer blöd, dass man nach jedem Unfall so eine doofe Sequenz hier hat. Das irgendwie nimmt so diese Geschwindigkeit aus dem Spiel heraus. Man nicht einfach weiterfahren kann. Natürlich ist es unrealistisch, hier alles wegzusmashen, was es hier gibt, aber gleich immer jedes Mal so eine Crash-Sequenz machen. Eine Crash-Sequenz. Finde ich übertrieben. Gut. Den Rücken kratzen. Ich kratzte schon den Rücken. Das nächste Rennen. Das hätte, glaube ich, beim Frontalcrash gleich eine Sequenz gegeben. Da wäre ich unheimlich drauf scharf gewesen. Oh. Kennt mich mal, ich bin ja der König der Straßen. Ja komm, den interessiert keinen. Ach so, ja natürlich, wo kommt ihr denn her? Könnt mich doch nicht mal verfolgen. Super. Ich hätte hier runterfahren müssen. Sag ja, ich bin für euch zu schnell. Verdächtiger ist weg. Streifendienst fortsetzen. So wie... Ach, der Mist ist einfach abgehakt. Einfach weitermachen wie bisher. Ist ja nicht irgendwie so ein Serienkiller oder so, der da wegfährt. Machen wir weiter. Scheiß auf die Sicherheit der Bevölkerung. So in dem Sinne. Was? Aber wir sind schon am Ziel. Straight to the point. So, was wollen wir denn? Die Nitro-Gelände? Nee, passt nicht. Ach so, das ist das. Haben wir doch schon. Vielleicht können wir es besser machen. Mal gucken. Wir müssen ja leider diese Rennen machen, um halt weiterzukommen. Weil den einen da mit dem Crashen, mit dem Polizeifliehen, ja, kann man mal machen. Muss man nicht, aus dem Weg. Ich bin hier die unangefochtene Nummer 1, ja? Das erlauben der Jens. Der Jens, der bleibt die Nummer 2. Wer war das? Bitte in die Kommentare.
So, wenn ich nicht irgendwo jetzt gegenfahre, müsste das eigentlich ein ganz klarer Sieg sein. Aus dem Weg. Alter, das war knapp. Das war knapp, meine Leute. Von heute. Die Sonne hat geblendet. Die Sonne war's. Ey, das war nur so ein kleiner Pixel. Ach komm, und vom Ziel. Das ist doch ein Betrug. Dritter geworden. Am Arsch mit dem dritten Platz. Dritter wären nur die Loser. Entschuldigung. So, jetzt mache ich es wie in GTA. Was erlaubst du dir, hier reinzufahren? Ich bin jetzt schlecht gelaunt. Zack. Gut. Dass der überhaupt noch fahren kann? Nee, das ist doof. Kann man hier schon Änderungen machen? Freischutz? Ach so, kann man das machen. Und kann man den wieder abmachen? Kann man nicht mehr abmachen, ne? Achso, indem man das hier macht. Ah, okay. Kann man da wenigstens seine Wertesteuerung... Achso, diese Balken sind die momentanen Sachen. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Zeit darin. Das heißt, die Steuerung haben wir jetzt ein bisschen mehr und das ist das, was wir momentan haben. Steuerung würde abnehmen und die Robustheit. Ah, okay, okay. Was haben wir denn hier so? Aber nix. Nitro, Brenner. Hi. Die Steuerung. Achso, okay. Modifikation. Getriebe. Können wir da was Neues? Ich würde gerne Chassis gucken. Kann man auch hier einfach auf die Wagen zurückgreifen? Ah, okay. Hier kann man sich so ein bisschen die Sachen angucken. Also man sieht hier bedingt. Bedingt sind die besser. Beschleunigung ist mir sehr wichtig. Das ist ein Gut. Dieser Knüppel. Die Empfindlichkeit ist ja schlimm. Ein Chevrolet. Ach nö. So, noch ein Rennen wollen wir machen. Rennen, Rennen, Rennen. Liberty Park, langes Getriebe für eins, verstärktes Chassis, Crush Hour, The Getaway. Ach, nehmen wir das nochmal. Wer hupt hier? Hupst du? Ich hab jetzt hier eine Panzerung hier. So, jetzt bin ich gespannt, ob meine... Ach komm, das ist doch lächerlich. Ich bin jetzt ein paar Millimeter zu... paar km/h zu... langsam gefahren. Zu schnell, meinte ich. Was laber ich hier? Laber nur. Dein Ernst, das war nur ein Mini-Aufprall. Warum ist denn das so dumpf? Ist er auf sein Ohr gefallen oder was? So was Beklopptes. Ich glaube, so kommen wir nicht zum Ziel.
ich fahre auch nur die Strecke, die mir mein Navi sagt. Und wenn mein Navi sagt, ich muss im Gegenverkehr fahren, dann mache ich das auch. Also. Junge, guck dir erstmal deinen Wagen an, bevor du hier mit mir redest, ja? Aus dem Weg. Ich habe schlechte Laune wieder. Spaß. Oh, das Geräusch in den Tunneln ist immer so geil. Zack. Oh, nochmal. Sorry. Ha! Dachte. Oh, scheiße, verdammt. Wollte so machen. Ha! Dachte dir aber. So. Machen wir noch ein Rennen für heute und dann. Aero-Karosserie. Hört sich auch interessant an. Hatten wir das hier schon? Natürlich muss es gegen Ende nochmal eine Polizeiverfolgungsjagd sein. Guck mal, die geben mir eigentlich praktisch vor, was ich fahren muss. Und in der Geschwindigkeit, wow, das wird ja eine Verfolgungsjagd. Achso, mit Kontrollpunkten. Easy. Ja, ich lasse gerade ein bisschen Tempo raus, aber... Ja klar, was denkst du denn? So, ein bisschen Zeit einholen. Easy. Ich sehe nichts. Ach komm, das war eine Mini-Ecke. Ich verstehe es einfach nicht. Wegen so einer Mini-Ecke gleich da so einen Aufriss zu machen. Dritter Platz geht ja. Das geht. Boah, aber wie viele Punkte wir da noch brauchen. So, ich muss glaube ich noch ankommen, ne? Ja. Zentrale, habe den Kontakt zum Verdächtigen verloren. Juhu. Oh, wir kommen zur Brücke. Wenn wir jetzt wirklich zur Brücke kommen, dann habe ich einen Vorteil. So, und ich bin mal weg. So, ich park mal hier. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und im nächsten Part werden wir ein paar weitere Rennen machen. Das wird noch ein langer Weg, aber wir schaffen das. Bis zum nächsten Mal. Ciao und haut raus. Vielen Dank fürs Zuschauen.